Wir haben hier einmal die 2. Wir haben hier die 5. Wir haben hier die 3. Dann haben wir hier die 4. Gut, eine 2 haben wir nicht. Ach doch, da. Warte, halt nochmal. Wir haben hier 1, 2, 3, 4 und dann da ist die 5. Okay, warte. Ich glaube, es könnte sein, dass das so ist. Oh Mann, ey, das macht mich komplett fertig hier. Wirklich. Das Rätsel ist jetzt schon katastrophal. Ich hole die Dinger nochmal alle raus. Ich hoffe, es ist auch alles mit den da reindrücken und nicht andersrum. Mit rausziehen oder so, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Okay, die erste Reihe ist 2. Die zweite Reihe ist 4. 1, 5, 3. 2, 4, 1, 5, 3. 2, 4, 1, 5, 3. 2, 4, 1, 5, 3. 2, 4, 1, 5, 3. Das ergibt dann zwar keinen Sinn da oben, aber... Ach komm, ich weiß, ich habe echt gar keine... Ich weiß echt gar nicht weiter, keine Ahnung. Jetzt kriege ich hier aber auch langsam wirklich einen Vogel. Habe ich mir ein super Spiel wieder rausgesucht, oder? Bin ich ja wieder der Meister drin, wa? Hä? Hä? Oh Mann, ey, das gibt's doch nicht. Was für ein geiles Spiel. Ich freue mich jetzt schon wie ein altes Schnitzel hier, doch ganz ehrlich. Drei, eins, fünf, zwei, vier. Drei, eins, fünf, zwei, vier. Selbst hier ist das, wenn wir das jetzt von oben nach unten sehen, ist das auch genau so, wie es da angezeigt wird. Das gibt's ja gar nicht. 3, 1, 5, 2, 4. Genauso wie ich das die ganze Zeit anklick. Das ist einfach nur ein Hinweis da drin. Okay, ich mach noch einmal das. 3. 1. 5. 2. Vier. Drei, eins, fünf, zwei, vier. Wenn es jetzt immer noch nicht geht, dann bin ich raus. Das gibt's doch gar nicht. Ich bin total verzweifelt. Ich habe wirklich keine Ahnung, was die hier noch von einem wollen. Ich bin jetzt wirklich jede Möglichkeit durchgegangen. Tut mir leid, ich bin jetzt gerade echt jede Möglichkeit durchgegangen, die es hier noch gibt, und es geht einfach immer noch nicht weiter. Ich habe mir wirklich das schönste Spiel rausgesucht. Ich bin jetzt schon sehr froh darüber, wie das Spiel wohl weitergehen wird. Mit reindrücken geht nicht, mit dass das die einzelnen sind, die rausstehen, geht nicht. Ich kann hier keine Knöpfe drücken, ich kann hier nichts aufdrücken, ich kann hier... Warum schlägt mich? Ich möchte jetzt gerne von irgendjemandem geschlagen werden. Bitte. Bitte schlagt mich jetzt. Verdammte Scheiße. Verdammte Scheiße. Fuck, Mann. Ach, kacke, Mensch. Jetzt fühle ich mich so scheiße. Das kann ich doch nicht wissen, dass da, wo das Kabel rausgeht, das ein Knopf... Doppelklick auf die Tür. Oh, ich möchte bitte keine Kommentare unter diesem Video sehen. Zumindest keine, die das ansprechen. Huch.
bin ich wohl aus Versehen reingelaufen. Okay, hier sind wohl die Versuche ausgeführt worden. Denen wurde irgendetwas. Oh, noch mehr Fläschchen. Schön. Meine Fläschchen, Freunde. Achso. Hübsch. Wunderbar. Okay. Ignorieren wir erstmal dezent. Ist wieder ein Rätsel. 11. Achso, rechnen kann ich bestimmt. Okay, wir haben hier 5, 4 und 3. Also 5, 4. Ja, 5, 4 und 3 macht auch 11, mein Freund. Ich kann rechnen. Die 2 fehlt uns noch. Okay. Uns fehlt... Ich habe das Gefühl, dass hier gleich was von hinten kommt, Alter. Diese Geräusche. Oh, ein Zettel. Stimmt wieder mit wunderschöner Schrift. Memo regulated the implementation of... Mach doch mal ein paar Leerzeilen rein. Of Order 24. Aha. Your order has been reviewed. The last 3 shipments of subjects intact in intakes for the... Die Musik macht mich fertig. Horizont Initiative have been progressed. All future intakes will be processed according to a new protocol. Am 1. im 20. Monat 1948. Schön. Oder am 20. Januar 1948. Kann man sehen, wie man will. Da hinten habe ich vorhin noch ein Süppchen gesehen. Ach nee, war kein Süppchen. Oh, hübsch. Ja, wunderschön. Oh ja, das sieht alles sehr vertrauenserweckend aus hier. Noch mehr Zettel. Increase intelligence and decrease special skills. What does it have to do with my intelligence? Mit meiner Intelligenz hat's... Okay, das ist sehr dunkel. Subject has indicated having trouble sleeping since his last segregation procedure. Alter, ich habe mir hier gerade vor wie so ein Legastheniker, der hier vorlesen muss. Ey, das ist echt grausam. Oh, meine Güte. How has... Ja, die Schriften sind einfach grauenvoll. Entschuldigung, aber die Schriften sind echt grauenvoll. Da komme ich überhaupt nicht mit klar. So viele Schriften kann man einfach nicht lesen. Another page from Dr. So und so Diaries. Oh nein, wenn das der Doktor ist, dann ist es wieder die Behindertenschrift. Warte, ich scroll ran. Ah ne, ist doch keine Behindertenschrift. I just don't understand how. A few subjects died yesterday. 2 of them in surgery. 1 just after. I've never seen effect like this. Not in my... Das blendet sehr. Irgendwas mit seiner Karriere. Noch nicht in seiner Karriere. We have tested... Norm... Kann ich das drehen, dass ich das... Ah, Mann. Scheiß rechte Maustaste, ey. Geht mir voll auf den Geist. Kann ich das drehen, dass das nicht so blendet? We have tested non-use chemicals agents from the central office in Alpha. Oh Mann, ey, die Schrift, die Zettel sind echt kacke, ey, muss ich sagen. What the result is, ja, von mir aus. Die werden irgendwelche Krankenexperimente durchgeführt. Soweit haben wir das. Hey, ein Schlüssel. Key. Small key. Maybe for an office desk. Von wen? Zamba Bamba. Okay, von Zamba Bamba ist das der Schlüssel. Das ist gut. Aha. Another flask. This one make 2. Die Tür ist schon offen, aber... Wir gucken erstmal hier bei den Rätseln. So. 5, 4, 2. Perfekt. Siehste, so doof bin ich gar nicht. Photo of someone's house.
I remember this, but something is different. Okay, Foto von irgendein Haus, woran er sich erinnert. Vielleicht sein Haus, aber irgendwas ist anders. Vielleicht wurden seine Erinnerungen manipuliert. Oh, hätten wir noch lesen können. Huch! Number 5, rise and shine, it's time to go. Time to go. Come on, 5. Alright, looks like we're doing this the hard way. Grab his feet. Wait, leave him alone. I'll go. Okay, suit yourself. Okay, coming out with number 17. Let's take our martyr to room 12. Okay, ein kleiner Flashback in die Vergangenheit. Nummer 5 wollte nicht aufstehen, Nummer 5 lebte quasi nicht. Und wir haben uns dann für ihn, naja, freiwillig quasi gemeldet. Was vielleicht bei diesen ganzen Experimenten-Scheiß überhaupt keine gute Idee ist. Aber gut, wenn er es braucht für seinen Fetisch, weiß man ja nicht. So wie die Leute hier, so wie die Kuchen. Why would it be here? There's a key to his... There has to be. Was? Ah Mann, ich komme hier mit meinen Tasten nicht klar. Was sind das außerdem für komische Gesichter? Komme ich nicht mit klar. Außerdem steht da Russisch. Ich kann kein Russisch. Okay, gehen wir mal durch die Tür. War nicht richtig, war? Gut, war zu einfach. Okay, wir haben hier wieder ein Rätsel. Ich liebe Rätsel. Die Tür ist unverschlossen. Komm, das Schloss ist offen. Verdammt. Okay, irgendwelche Hinweise, irgendwelche Kack-Hinweise. Was ist das da hinten denn? Okay, war vielleicht nur ein Lichtschein. Okay, wir kommen auch wieder zurück, okay. Das ist gut, denn hier wollte ich mir unbedingt nochmal die Maschine angucken. Drehen wir lieber wieder um. Ich bin mir nicht sicher, ob wir zurück müssen. Ich vermute mal eher nicht. Sondern, dass wir hier das herausfinden sollen. 1970. Haut nicht ganz hin. Hätte sein können. Okay, wir gucken mal in unseren Journal. Können wir... Ach, wir können auch hin und her blättern. Alles klar. Irgendwas, wo... Ah, halt. Ich wollte das Foto anklicken. Ah! 1784. Okay. 1784. Okay. Sehr gut. Ja, jetzt läuft das. What the hell's going on here? Muss das so blutig aussehen? Oh. Hat schon wieder jemand was Schönes hingeschrieben. Warte, ich reanimiere uns nochmal. In. Oh Gott, die Schriften hier sind einfach nur kacke geworden. In irgendwas. Laboratory of irgendwas, Shell, irgendwas, ja, gut. Schade, wirklich, wirklich schade, dass man der Geschichte nicht ganz folgen kann, weil die ganzen Zettel einfach nur für den Arsch sind. Wir haben keine Schlüssel. Okay, wir brauchen dafür zwei Schlüssel. Zwei Schlüssel sollten doch zu finden sein. Um diese wunderschöne Tür zu öffnen. Ah. Peter, Ivan, these are new guys. And they are fresh program participants. Patients. Convicts. Redeeming their sins for the sake of humanity. All right. Lower the gate. Welcome home, boys. Aha. So, Schlüssel. Nimm dir welche, Mann. Warum will er sich keine Schlüssel nehmen? Was ist los mit dem? Die blöde Socke will keine Schlüssel nehmen. Ah, eine Zeitung. Können wir auch nehmen. Memo regretted community pacification they control the local government. Oh, Mann.
Air Battle Human Drama Stunning Expose. A new look for Telly Savalas. Ah, ja, der. Korrupte Kirche. Gerüchte über eine korrupte Kirche. Aha. Mesh. Walk on Mars. Aha, die Kirche soll korrupt sein, aber das ist jetzt nun nicht gerade was Neues. Der Urlaubsplan. 4 Tage Urlaub, 4 Tage Urlaub, geil. Ich habe auch bald Urlaub, geil. Wunderschöne Bilder. Oh, ja, wunderschön. Auch die Musik ist gerade sehr vertrauenserweckend. Ich habe das Gefühl, dass wir da hoch müssen. Wir müssen wohl dem Blut folgen. Was an für sich eigentlich immer eine gute Idee ist, aber... Oh! Ja, die Tür müsste geölt werden. Was ist jetzt schon wieder los? Wer spielt denn jetzt schon wieder an meinen Glocken? Ey, lass das doch mal! Huch! Okay, jetzt faden wir hinweg. I thought this would be a fresh start, a new beginning, but look at me now, alone, no family, no friends, nothing went the way that I planned, it's all messed up, I just, what have I become, did I choose to be this way? Did I have a choice? I don't know anymore. I don't wanna know. Okay. Wir sind jetzt hier quasi in der Schule, haben gerade irgendwelche Stimmen in unserem Kopf gehört, die ziemlich abgespaced klangen. Also der Typ war definitiv durch gewesen, der dann in unserem Kopf gesprochen hat. Ich frage mich, ob wir multiple Persönlichkeiten haben. Oder ob uns irgendeine Erinnerung in den Kopf gebrannt worden ist. Dass wir halt jetzt fremde Erinnerungen in uns tragen. Das könnte ich mir auch noch vorstellen. Ja, die Grafiktexturen sind der Wahnsinn. Eine Hand? High five! Nein? Okay. Die Augen muss man sich jetzt auf dem Gehirn vorstellen. Der wäre das Dr. Gehirni. Das ist Afrika. Und da ist ein Schuh. Das kann nur Großbritannien sein. Oh nein. Eine kleine Stufe. Wir kommen da nicht hoch. Können wir hier irgendwas aufmachen? Können wir hier irgendwas... Sieht nicht danach aus. Aber warum sind wir jetzt hier in einer Schule? Was ist das für eine Schule? Warum macht die Schule das? Zumindest haben wir hier Unterrichtsbänke. Und einen Kuhkorb. Natürlich. Aha. Ja, leider sind die Grafiktexturen gerade nicht, dass sie mich hier umhauen. Aha, aha, aha. Was ist das denn hier? Ist das ein Buch? Oder ist das ein Holzklotz? Könnte auch ein Buch sein. Was ein Buch, Alter. Ey, der Kuhkopf liegt im Weg, ey. Der Kuckuckklopf. Gut, Türen können wir nicht öffnen. In der Retro-Perspektive sehen wir gar nichts. Also nicht mal mehr die ganze Kuh. Finde ich schon scheiße. Ich finde, wir hätten wenigstens die ganze Kuh sehen können. Wie die ihren Kopf verliert. Ah, Zeitungspapiere sind das wohl. Chirurgenbesteck. Suppose this facility could be built into the church foundation. Either way, I need to find a way out. Aha, also... Die Kirche könnte damit zu tun haben, dass diese Einrichtung gebaut worden ist. Hat sie bestimmt auch bei Outlast. 100%ig.
Aber wie es jetzt weitergeht, leider gar keine Ahnung. Mal wieder. Durch die Tür kommen wir auf jeden Fall nicht. In der Retro-Perspektive taucht nichts auf. So weit, so gut. Frau Hut. Hier ist auch nichts, ne? Absolut gar nichts. Trockener Furz ist hier. Huch, schon wieder das Journal geöffnet, weil mein Rechtsklick-Maustaste ist. Läuft super. Können wir Gehirn mitnehmen? Das vielleicht hilft uns das, wenn wir ein Gehirn dabei haben. Auch nicht. Ich glaube, der Zug ist abgefahren, auch bei mir.